7 Semester Regelstudienzeit. Hamburg ist mir sicher nicht der ideale Standort, wenn du hohe berufliche Ziele hast. Jetzt kannst du dort nicht normal studieren. Also ideal ist es ganz ehrlicherweise nicht, aber... Ja, auch an der Uni Hamburg gibt es dann entsprechende studentische Initiativen. Du hast hohe berufliche Ziele, du möchtest BWL studieren, du möchtest Karriere machen und du möchtest in Hamburg studieren. Dann stellt sich die Frage, wo sollst du studieren? Und keine Sorge, diese Frage wird in diesem Video hier beantwortet. Jonas, warum können wir diese Frage denn beantworten? Genau, wir sprechen heute wie immer mit dem speziellen Fokus, wenn du die beruflichen Ziele Investment Banking Strategieberatung hast. Da arbeiten wir heute mit fast 900 Studierenden, vielleicht wenn du das Video schaust, schon über 900 Studierenden zusammen, die genau diese beruflichen Ziele haben. Die studieren an über 140 Hochschulen. Das heißt, wir haben sowohl Leute dabei, die an einer dieser Hochschulen, die wir dir jetzt im Folgenden irgendwie vorstellen werden, studieren, als auch Personen, die an einer von ganz vielen anderen Hochschulen im deutschsprachigen Raum studieren. Das heißt, wir haben da super Vergleichswerte, können das super da auch entsprechend aufzeigen und so weiter und so fort. Und dementsprechend würden wir einmal loslegen. Vielleicht so als kurzes Startwort. Hamburg ist mir sicher nicht der ideale Standort, wenn du hohe berufliche Ziele hast in Richtung der Universitätslandschaft und so weiter und so fort. Es gibt einfach gewisse Target-Universitäten, die haben Vorteile, dazu haben wir viele Videos gemacht, schau sie dir gerne auch nochmal einfach an. Und du hast einfach einen Nachteil, wenn du nicht in eine dieser Hochschulen gehst, beziehungsweise machst es dir einfach unnötig schwer. Und wenn du für dich definierst, okay, ich möchte wirklich unbedingt in Hamburg bleiben, dann kannst du das natürlich machen. Das ist jetzt kein Vorwurf oder so, aber wir würden dir auf jeden Fall dazu raten, dich nochmal umzuschauen, potenziell andere Standorte in Erwägung zu ziehen. Und generell ist es immer auch gut, von zu Hause mal rauszukommen für eine gewisse Zeit, um ja, da sich auch so ein bisschen persönlich weiterzubilden. Nichtsdestotrotz ist Hamburg jetzt keine Stadt, wo es gar nicht möglich ist, BWL zu studieren, ordentliche Praktika zu bekommen, sondern in Hamburg gibt es zwei Unis, wo einige Leute von uns studieren. Wir haben auch Leute aus Hamburg von anderen Unis mit am Start, aber vor allem von zwei Unis haben wir Leute, die echt auch sehr ordentliche Praktika sehr schnell schaffen. Und zwar ist einmal die Uni Hamburg, also einfach die staatliche Uni in Hamburg. Da haben wir zum Beispiel unseren Uni Hamburg Ambassador, den Simon. Der Simon hat jetzt auch nach seinem dritten Semester ein Top-M&A-Praktikum gemacht, war davor bei einer Big Four nach dem zweiten Semester. Also da wäre auch jemand vielleicht von einer Top-Target-Uni stolz darauf, definitiv, was so ein Praktikums-Progress angeht. Und die zweite Uni, wo wir einige Leute von haben, ist die Frankfurt School. Jetzt denkt man sich so, Frankfurt School? Sogar der Name sagt doch schon Frankfurt, ja, denkt man. Aber die Frankfurt School hat auch einen Campus in Hamburg. So, jetzt kannst du dort nicht normal studieren, sondern du studierst dort einen Bachelor of Arts berufsbegleitend. Heißt aber nicht, dass du Vollzeit arbeiten musst, ist möglich, aber du kannst dir das auch so legen, dass du parallel dazu einfach die ganze Zeit Praktika machst. Und das ist durchaus eine attraktive Variante, denn man hat halt 12 Monate im Jahr Zeit, um Praktika zu machen und man studiert an der Frankfurt School. So, ne? Natürlich, ja, wenn man dann ganz, ganz klar überall kommuniziert, dass man an der Frankfurt School in Hamburg studiert und das überall voll krass erwähnt, dann hat es vielleicht ein bisschen einen faden Beigeschmack, aber wenn man das jetzt nicht ultra stark hervorhebt und einfach sagt, ne, ich studiere an der Frankfurt School, habe da Top-Noten, habe ich schon zwei Praktika gemacht im letzten halben Jahr, dann läuft das sehr, sehr gut bei den Leuten, die da bei uns dabei sind. Ja, Frankfurt School ist natürlich mit Kosten verbunden, wissen wir alle, ist aber günstiger, dieses berufsbegleitende Ding zu machen, als das in Frankfurt, kostet so 4.500 Euro pro Semester. Das heißt, 7 Semester Regelstudienzeit bist du auch bei, ja, sagen wir mal 30.000 Euro bis zum Ende vom Studium. Ist günstiger als so ein normaler Bachelor in Frankfurt. Du hast natürlich nicht den großen Vorteil A von den Netzwerkeffekten, die du hier in Frankfurt hast. B, wenn du in Frankfurt Praktika machst, musst du dir noch eine andere Wohnung suchen etc. Das heißt, du hattest nicht nur Vorteile, aber ist durchaus möglich. Wie gesagt, Frankfurt School ist natürlich top renommiert, sowohl Richtung Investmentbanking als auch Richtung Strategieberatung. Und Uni Hamburg ist ebenfalls solide, würde ich mal behaupten. Das ist keine staatliche Target-Uni im normalen Sinne. Aber auch an der Uni Hamburg gibt es dann entsprechende studentische Initiativen. Der Simon ist da zum Beispiel ziemlich involviert. Wir haben noch andere Leute von der Uni Hamburg. Bei denen läuft es auch echt gut. Wir haben zum Beispiel noch den Sören, der studiert in Hamburg an der Hochschule, studiert dort, glaube ich, technische BWL.
Bei dem läuft es auch jetzt mit den Praktika, aber ist halt schon zäh und er ist schon ein Arbeitstier und er ist halt bei uns dabei und das schon eine Weile und setzt richtig um. Ne? Der ist jetzt auch bei Götz Partners im M&A etc. hat einige andere vorherige M&A-Stationen durchlaufen im Bachelor. So geht dann schon, aber da musst du halt schon den Einsatz bringen und wenn der an einer anderen Uni gewesen wäre, wird es deutlich leichter gehen. Also so diese Technische Hochschule da vom Sören würden wir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ansonsten gibt es noch Hochschule Fresenius, FOM etc., diese klassischen privaten Hochschulen, die definitiv ihre Daseinsberechtigung haben, die wir jetzt allerdings auch nicht unbedingt dann dir empfehlen würden, wenn du vorhast, Investmentbank, Strategieberatung, Private Equity zu machen. Ja. Ja. Das heißt, grundlegende Empfehlung von mir, erster Schritt, erstmal gucken, ziehe ich weg, wenn das nicht möglich ist oder du einfach keine Lust drauf hast, wegzuziehen, Frankfurt School, Uni Hamburg, definitiv zwei ordentliche Adressen. Ja, auf jeden Fall. Und da, wie du jetzt mehrmals betont hast, fährst du auf jeden Fall sehr, sehr gut mit. Ja, also ideal ist das Ganze ehrlicherweise nicht, aber wenn das für dich eine sehr, sehr hohe Priorität genießt, dass du auf jeden Fall an dem Standort bleiben willst, dann sind das die beiden sinnvollen Alternativen. Was du dann auf jeden Fall machen solltest, wenn das für dich eine hohe Priorität genießt, aber du gleichzeitig eigentlich hohe berufliche Ziele hast, dass du mal dich bei uns anmelden solltest, ja, genau. Denn du hast jetzt viele Beispiele gehört. Wir sind in der Lage, diesen dann doch durchaus signifikanten Nachteil, den du haben wirst auf Grundlage der Hochschule, auf Grundlage Standorts und so weiter, sehr, sehr gut auszugleichen und erzielen eigentlich mit sämtlichen Teilnehmenden auch von schlechteren Hochschulen, die nicht diesen Ruf als Target-Uni haben und so weiter und so fort, sehr, sehr gute Erfolge, wo die ein Großteil der Leute, die an eine dieser Target-Universitäten gehen, aber nicht bei uns dabei sind, ja, das jederzeit tauschen würden. Und dementsprechend solltest du das auf jeden Fall machen. Schau einfach unsere Webseite pumpkinquiz.com, geh da drauf, kannst auch gerne noch was durchlesen. Wir haben auch super viele Testimonials, haben auch ein Quiz und so weiter und so fort. Also du erfährst sehr genau, wie das alles funktioniert, bewirb dich dann einfach, dann schauen wir uns einmal kurz an, unterhalten uns ein bisschen gemeinsam im Rahmen der Status Quo-Analyse, die dann bei einem entsprechenden Fit stattfindet, geben wir da auch schon mal detaillierteres Feedback und du weißt schon mal genau, okay, was kann ich jetzt beachten, weil nur weil du dann jetzt an eine entsprechende Hochschule gehst, heißt das noch lange nicht, dass Themen wie Stipendien, wie sonstiges Engagement und so weiter nicht im Bereich des Möglichen sind und das zeigen wir dir da sehr, sehr genau auf. Und ja, gehen dann auch sehr, sehr oft natürlich in die gemeinsame Umsetzung im Rahmen von unserem Coaching-Programm, wo wir dann wirklich diese sehr, sehr guten Erfolge erzielen. Ja, wir freuen uns auf deine Bewerbung. Einfach mal auf pumpkinquiz.com gehen, ist unten verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt nach Hamburg.